Tagesordnungspunkt 2, Mittelbereitstellung für Mehraufwendung zur Durchführung der thematischen Weihnachtsmärkte. Dieses ist ein interfraktioneller Antrag. Wer bringt ihn uns ein? Bitte schön, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, seit Beginn der Pandemie diskutieren wir, dass neben den gesundheitlichen, gesellschaftlichen Herausforderungen der Stadtrat gemeinsam mit der Stadtverwaltung die lokalen Akteure aus den unterschiedlichen Wertschöpfungsbereichen unterstützen muss, wenn sie unverschuldet durch behördliche Auflagen ihrer Tätigkeit nicht nachkommen dürfen. Und jetzt sprechen wir zum Ende dieses ersten Krisenjahres über einen weiteren elementaren Bereich des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens der Landeshauptstadt Dresden. Es geht um die Adventszeit, um die Zeit der Weihnachtsmärkte. Und wir diskutieren nicht über die Durchführung oder Nichtdurchführung. Diese Entscheidung wird am 16.11. voraussichtlich getroffen. Wir diskutieren über einen wesentlich wichtigeren Punkt. Wir diskutieren nämlich darüber, wie die Landeshauptstadt Dresden mit ihren Vertragspartnern umgeht. Die Landeshauptstadt Dresden ist Großveranstalter. Sie veranstaltet unter Regie des Marktamtes den Striezelmarkt und sie hat Konzessionsnehmer, die für sie weitere thematische Märkte durchführen. Veranstalter ist die Landeshauptstadt Dresden. Die Konzessionshalter haben sich inklusive potenzieller Vertragsstrafe verpflichtet, die Märkte im Auftrag der Stadt durchzuführen. Es sei denn, es erfolgt eine behördliche Absage, sprich die Stadt Dresden sagt die Märkte ab. Das ist bis jetzt nicht erfolgt und deshalb haben wir diesen Antrag eingereicht, Mittel bereitzustellen, um die Mehraufwendung zur Durchführung der thematischen Weihnachtsmärkte auszugleichen. Und ich betone, es geht hier nicht um Geldgeschenke oder Gewinnerhöhungen. Es geht um die Finanzierung von Hygienemaßnahmen, die durch staatliche Verordnung unseren städtischen Konzessionären auferlegt werden. Keine Langzeitstütze. Eine einmalige Maßnahme in diesem Jahr, ein einmaliger Ausgleich für behördlich verordnete Mehraufwendungen, die bei Vertragsabschluss auch gar nicht vorhersehbar waren, analog zu den zusätzlichen Finanzmitteln für den Striezelmarkt, die im Übrigen nach einigen Absagen der Händler für das Terrassenufer wahrscheinlich gar nicht in der bereits beschlossenen Höhe verwendet werden oder benötigt werden. Die Konzessionsträger der thematischen Weihnachtsmärkte müssen dazu die tatsächlichen Kosten für die Umsetzung der im genehmigten Hygienekonzept erforderlichen Maßnahmen nachweisen. Es besteht kein Rechtsanspruch. Benötigte Hilfen sollten vor Beginn des Marktes mit der Wirtschaftsförderung abgestimmt werden. Und jeder, der heute diesen Antrag ablehnt, macht sich seiner Verantwortung gegenüber den städtischen Themenmärkten, deren Sicherheit und den engagierten Veranstaltern und Händlern schuldig. Ich wiederhole noch mal gern, Veranstalter ist die Stadt Dresden, die per Konzession diese Märkte per Vertrag übergeben hat. Und die Konzessionäre haben in den letzten Jahren zum Erfolg der Weihnachtsstadt Dresden beigetragen. Und da hängt ein bisschen mehr dran als der Umsatz auf dem Weihnachtsmarkt selbst. Da hängt dran die Hotellerie, da hängt daran der Handel im gesamten Innenstadtbereich und daran hängt auch die Gastronomie. Und somit ist es unsere Pflicht, unsere städtischen Partner zu unterstützen. Und eine Sicherheit haben wir ja auch, wenn sich der Wunschtraum der SPD zum Beispiel erfüllt, dass es keine Weihnachtsmärkte geben wird, wird das Geld auch nicht aufgerufen. Und nach Ihrer Annahme können Sie heute also ohne Probleme zustimmen, denn für Sie fällt ja Weihnachten sowieso flach. Die SPD lässt es oder ließ es in den letzten Tagen bei der Diskussion deutlich an Empathie fehlen. Und diese fehlende Empathie gegenüber den Händlern und deren Angestellten beweist die SPD übrigens auch seit Beginn der Krise, zuletzt im Sommer, als sie der Gastronomie Entlastung bei den Sondernutzungsgebühren versagen wollte. Und ich bitte Sie, denken Sie daran, an den Märkten hängen auch einige Arbeitsplätze in der Gastronomie, im Handel, im Handwerk. Ich möchte mich hingegen ausdrücklich für die offene Diskussion mit den meisten anderen Fraktionen bedanken, exemplarisch beim Kollegen Thorsten Schulze für einen Satz, den er mal gesagt hat, wir brauchen die Weihnachtsmärkte aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch als emotionales Erlebnis. Und daher finde ich es richtig, dass die Wirtschaftsförderung bis zum Schluss versucht, etwas möglich zu machen und nicht kampflos aufgibt. Wir sollten diesem Beispiel folgen und für den Fall der Fälle unseren Vertragspartnern Sicherheit geben. Vielen Dank.
So, bei der Tagesordnung ist Rederecht für Herrn Hitzer vereinbart worden. Das wäre jetzt an der Reihe und danach steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD und dann gehen wir weiter. Also, bitteschön, Herr Hitzer. Ich darf Sie auch ans Mikrofon bitten und wie bei allen anderen wären 5 Minuten Redezeit für Sie vorgesehen. Bitteschön. Ja, sehr geehrte Stadträtinnen, ich bedanke mich zunächst erstmal für das Rederecht, was ich stellvertretend wahrnehme für meine Kollegen Konzessionäre, die im Auftrage der Stadt in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass ein Teil der Weihnachtsmärkte, nämlich nicht der Striezelmarkt, ein, ich denke mal, abwechslungsreiches Bild gezeigt haben. Und letztendlich auch für die Dresdner, wir persönlich auf dem Neumarkt fühlen uns als die Wohnstube der Dresdner, dort ein entsprechendes Ambiente geboten haben. Das haben wir, denke ich, sehr zuverlässig gemacht. Wie gesagt, ja, unser Vertragspartner ist die Stadt Dresden. Wir sind natürlich als Veranstalter mit dem Rücken an die Wand gelaufen oder stehen mit dem Rücken an der Wand. Sie dürfen eins nicht vergessen, wir konnten im Grunde genommen in diesem gesamten Jahr faktisch kaum Veranstaltungen durchführen und die Veranstaltungen, die wir durchführen konnten, waren nicht rentabel. Die haben wir meistens gemacht, um letztendlich überhaupt noch etwas stattfinden zu lassen. Und ich bin vor einem Monat mal von einem Vertreter der Presse gefragt worden, warum ich mir denn das überhaupt noch antue, wo doch alles so völlig ungewiss ist und ob ich denn unbedingt auf mein wirtschaftliches Interesse bestehen würde. Also eine Art Eigeninteresse. Und da habe ich ihm geantwortet, erstens mal ist es in 3 Teile zu teilen. Erstens mal stehe ich nicht für mein eigenes wirtschaftliches Interesse, sondern ich stehe für das wirtschaftliche Interesse von mindestens 500 Händlern, Handwerkern, Gastronomen, die hinter unseren Marktkonzepten stehen. Und ich stehe für über 1000 Mitarbeiter und den Schicksalen, die das in den Familien faktisch verursacht, dass wir schon fast das ganze Dreivierteljahr ohne Veranstaltung, ohne Arbeit dastehen. Wirtschaftlich so und so an der Wand. Aber die zweite Motivation ist für mich, daran festzuhalten, dass wir weiterhin auch Kultur machen dürfen oder machen können, wenn auch auf kleinem Niveau und wenn auch Corona-gerecht. Auch dahinter habe ich gestanden. Aber das dritte war am Ende, wo ich gefragt wurde, warum tue ich mir das Ganze noch an? Dann habe ich gesagt, weil ich selber daran glaube, dass wir wenigstens noch etwas von dieser Kultur brauchen. Und egal, ob das jetzt Weihnachtsmarkt heißt und ob das Ganze christlich geprägt ist, wir brauchen vor der Situation, auf die wir uns darauf zubewegen, in den Winter hinein, in das schwarze Loch, ohne Fastnacht, was jedem logisch ist, dass es vielleicht nicht stattfinden kann, bis zum Frühjahr, denke ich, brauchen wir etwas. Und wir wollen heute nicht darüber diskutieren, ob Weihnachtsmärkte per se stattfinden können. Das wird vielleicht gar nicht der Fall sein können. Aber wir stehen nach wie vor als Veranstalter hinter unserer Verantwortung und es hat uns niemand abgesagt. Und wir werden auch von unseren Händlern ständig gefragt, im Grunde genommen, wie sollen wir uns verhalten in dieser Situation. Jetzt sind die Weihnachtsmärkte für November verboten worden. Vorher hieß es noch im Grunde genommen, wir werden irgendeine Lösung finden, dass Weihnachtsmärkte nicht zu Großveranstaltungen gehören. Das zeigt im Grunde genommen, dass auch aus der Politik eine gewisse Verantwortung wahrgenommen wird, dass Weihnachtsmärkte jetzt nicht nur aus christlichem Anlass, sondern weil sie per se im Grunde genommen Veranstaltungen sind, die auch der Seele gut tun, vielleicht stattfinden könnten. Die Frage, ob das aus den zunehmenden Zahlen, aus den Infektionszahlen sinnhaft ist oder nicht, steht, denke ich, hier heute nicht in der Position. Sie dürfen nur eins nicht vergessen, wir haben als Veranstalter und hinter uns die Markthändler und Stände haben bereits Geld investiert. Das ist so, man fängt einen Weihnachtsmarkt nicht an zu organisieren am 1. Dezember. Das findet das ganze Jahr über statt. Es müssen Verträge abgeschlossen werden. Manche Verträge versucht man so auszutarieren, dass man sie nicht einlösen muss. Zum Beispiel, wenn wir einen Weihnachtsmarkt beginnen aufzubauen, dann müssen Transporte organisiert werden, dann muss ein Wassernetz wie zum Beispiel auf dem Neumarkt gelegt werden, dann muss Strom gelegt werden. Da hängen Handwerker und Handwerkerfamilien, Handwerkerschicksale dran. Da sagen wir schon, wir können es euch nicht garantieren. Wir können es nicht garantieren. Damit gefährden wir schon wieder den nächsten Wirtschaftszweig. Aber wir sagen, wir geben euch Hoffnung. Solange, wie man uns noch nicht abgesagt hat, stehen wir dazu. Aber 1/3 der Kosten haben wir schon verursacht. Und um die geht es hier nicht bei dieser Entscheidung.
Es geht nicht um diesen ein Drittel der Kosten, die wir bereits schon tragen. Das ist unser wirtschaftliches Risiko, obwohl wir das im Sinne und auch im Interesse der Stadt tun. Sondern wir Veranstalter haben ein Hygienekonzept vorgelegt. Wir haben ein Hygienekonzept vorgelegt, unter welchen Bedingungen man eventuell einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen kann. Und diese Hygienekonzepte wurden bestätigt. Dass die möglicherweise jetzt schon wieder überholt sind, ist eine andere Frage, aber vereinfacht haben sie sich nicht. Und in diesen Hygienekonzepten gibt es Bedingungen, die uns auferlegt wurden und die wir gern bereit sind, auch im Sinne dessen, das Infektionsschutzgesetz einzuhalten und es möglichst zu weniger Ausbreitung des Virus kommen zu lassen. Wir haben uns daran gehalten und dadurch entstehen uns Mehrkosten. Mehrkosten für die Einzäunung, Mehrkosten für die Kontaktnachverfolgung, Mehrkosten für die Steuerung der Besucherströme, damit in dem Fall, falls Weihnachtsmärkte oder sowas Ähnliches stattfinden könnten oder können auf unseren Plätzen, sich nicht zu viele Gäste an dieser Stelle aufhalten. Wir reden jetzt von 10 Quadratmeter pro Person. Das bedeutet für den Neumarkt, 500 Gäste dürften sich dort aufhalten. Wie kontrollieren wir das? Die Hauptkosten sind Personalkosten. Für uns persönlich auf dem Neumarkt macht das rund 150.000 Euro aus. Und worüber Sie ja heute entscheiden sollen, heißt ja nicht, ob Weihnachtsmärkte stattfinden sollen, sondern worüber Sie entscheiden sollen oder wollen, heißt ja, ob Sie uns als Veranstalter von diesen Mehrkosten bereit sind zu entlasten. Diese Mehrkosten, die wir per se überhaupt nicht in der Lage sind aufzubringen. Wir können diese Mehrkosten nicht verdienen, nicht wenn weniger Gäste kommen, die ohnehin schon kommen werden, also weniger kommen werden, nicht bei den zusätzlichen ohnehin Kosten, die wir schon haben, schon im Vorfeld zur Organisation solcher Veranstaltungen, nicht für die Kosten, die wir schon hatten, weil wir im Grunde genommen vieles vorbereitet haben. Nein, es geht um die reinen Mehrkosten, die uns damit entstehen, für den Fall, dass Weihnachtsmärkte stattfinden. Sie entscheiden sozusagen heute über eine Fiktion, die sich in den nächsten Tagen schon auflösen kann. Und Sie entscheiden noch über ein Budget, was als Höchstmarke zu verstehen ist, nämlich weil es die Summe der Kosten ist, die wir gemeinsam errechnet und kalkuliert haben. Und glauben Sie mir, wir haben das gemacht vor dem Hintergrund einer sehr wirtschaftlichen Betrachtung. Und dennoch sind wir nicht bereit, gegen Punkte des Hygienegesetzes zu verstoßen, des Infektionsschutzgesetzes zu verstoßen. Wir werden natürlich alles dafür tun, um dass diese Dinge eingehalten werden können. Und dadurch entstehen uns Kosten. Und ich bitte Sie darum, weil es uns wichtig ist, wir können uns aus dieser Vertragsbeziehung nicht einseitig herausziehen. Wir können der Stadt gegenüber nicht kündigen. Wir halten nach wie vor an unserer Zusage fest. Das müssen wir sogar juristisch. Und am Ende auch noch an einen kleinen guten Glauben, dass es eventuell doch noch etwas Kulturvolles in der Stadt geben wird. Wie auch immer das aussehen wird. Aber für diese Mehrkosten können wir nicht aufkommen. Und ich bitte Sie, und es ist einfach auch eine Frage des Respektes den Veranstaltern gegenüber, die über Jahre hinweg die Aufgaben der Stadt übernommen haben im privaten Sektor. Es geht nicht um Bereicherung. Keiner von uns bereichert sich. Und ich komme noch mal auf meine Antwort gegenüber der Presse vor einem Monat zurück, als man mich gefragt hat, warum machen Sie das, Herr Hitzer? Ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass Sie das aus eigenem wirtschaftlichen Interesse machen. Sie wollen Weihnachtsmärkte haben, damit Sie sich selber im Grunde genommen über den Teich retten. Und da habe ich gesagt, wie können Sie sich denn überhaupt vorstellen, dass wir heute unter diesen Bedingungen überhaupt noch so etwas wie einen wirtschaftlichen Weihnachtsmarkt durchführen können? Wie ist es mir denn überhaupt möglich, mich noch unter diesen Bedingungen zu bereichern? Was ist denn dann Ihre Motivation? So, jetzt habe ich gesagt, weil ich an das Gute glaube. Weil ich daran glaube, dass wir nicht nur mit Angst jeden Abend ins Bett gehen können. Ja, wir haben alle Angst davor, wissen auch alle, was auf uns drauf zurollt und wie wir mit dem umgehen müssen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns so auf uns selbst verzichten müssen. Darauf, dass wir im Grunde genommen auch selbst Menschen sind und am Ende auch für eine gewisse Kultur verantwortlich sind. Und ich stehe dafür, das mag man mir vielleicht nicht glauben, aber wer mich kennt, aus Schmilka zum Beispiel, ich habe in den letzten 20 Jahren dort ein Nationalparkrefugium aufgebaut und der weiß, dass ich hier im Grunde genommen doch an die guten Dinge glaube. Und ich bitte Sie, einfach auch aus einer Respektsituation heraus, Ihre Entscheidung zu treffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. So, wir steigen ein in der Fraktionsrunde. SPD beginnt. Herr Kaniewski, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Hitzer, vielen Dank, dass Sie ein bisschen Sachlichkeit in diese Debatte gebracht haben, weil viele Punkte, von denen Sie angesprochen haben, beschäftigen natürlich auch uns. Ich sage mal, ich bin die letzten Tage ordentlich verdroschen worden als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und als einer der wenigen, die gesagt haben, im Jahr 2020 sind Weihnachtsmärkte in Dresden vor dem Hintergrund dieser pandemischen Lage nicht realistisch. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hitzer anders gemeint, aber hat es gerade eben angesprochen, es ist eine Fiktion, über die wir hier sprechen. Schauen Sie sich bitte die Zahlen innerhalb dieser Stadt an. Schauen Sie sich an, wie die Ampel nach oben geht. Schauen Sie sich an, wie die Einweisungen in die Krankenhäuser sind. Schauen Sie sich an, wie sich das Infektionsgeschehen in Dresden entwickelt. Und dann sagen Sie mir nochmal, dass wir vor dem Hintergrund dieser pandemischen Lage tatsächlich an den Weihnachtsmärkten festhalten wollen. Ich wünsche mir von diesem Stadtrat an der Stelle mal eine klare und ehrliche Aussage. Man kann sich an dem Punkt nicht wegducken. Und wenn wir Dresche für unpopuläre Entscheidungen kriegen, dann ist das so. Aber deswegen müssen wir trotzdem die Wahrheit aussprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will die Zahlen einfach mal nennen. Wir haben 3.361 aktive Fälle. Das ist die Größe der Stadt Bad Muskau, die hier in Dresden aktuell gemeldet sind. Wir haben 119 positive Corona-Fälle zum Stand heute im Vergleich zu gestern. Das ist roundabout zweimal dieser Raum, wie wir hier heute zusammenkommen. Wir haben 190 Krankenhauseinweisungen. Das ist beinahe dreimal der Raum, wie wir hier zusammenkommen. Und dann wollen wir tatsächlich an Weihnachtsmärkten festhalten. Herr Hitzer, ich verstehe Ihren Unmut an der Stelle, aber das ist doch ein riesengroßes Versagen der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung muss jetzt Arsch in der Hose haben und sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden lassen. Ich finde es unverantwortlich, dass Sie als Gewerbetreibende alle, die die Weihnachtsmärkte hier in Dresden machen, alleine gelassen werden, im Zweifelsfalle auf ihren Kosten sitzen bleiben, weil zumindest der Oberbürgermeister und die Wirtschaftsförderung mit so einer großen Weihnachtsobsession hier rangehen, als wären wir in einem normalen Jahr. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Und lieber Kollege Maloney, die Rede hier war ja gerade eben sehr schön, aber wir sind ja nicht auf dem FDP-Parteitag, sondern wir sind der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden. Und wir sind hier nicht die Emissäre einzelner Gruppen, sondern wir müssen Verantwortung für die gesamte Stadt übernehmen. Ich halte Weihnachtsmärkte in Dresden in dieser pandemischen Lage nicht für vertretbar, weil es sind ja nicht nur die Hygienekonzepte, die Sie ausgearbeitet haben, sodass es auf den Weihnachtsmärkten vielleicht sogar funktionieren könnte, egal wie viele Leute dann draufgelassen werden. Es geht um die Zuwägung und Abwägung. Wenn ich Weihnachtsmärkte stattfinden lasse, bewegen sich die Leute trotzdem draußen. Wenn ich als eine der wenigen Regionen hier in Dresden Weihnachtsmärkte stattfinden lasse, dann kommen die Leute nach Dresden. Natürlicherweise, das kann ich nachvollziehen, der innere Drang, was anderes zu machen, als einkaufen zu gehen und zu Hause zu sitzen, ist groß. Aber wir sind hier in einer Sondersituation. Und nochmal, ich würde mir wünschen, dass wir uns hier ehrlich machen an dieser Stelle. Weihnachtsmärkte werden 2020 nicht stattfinden. Vor dem Hintergrund der Corona-Lage. Alles andere wäre aus meiner Sicht fahrlässig. Und vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich mir sehr wünschen, dass die Stadtverwaltung endlich den Arsch in der Hose hat und das auch anzuerkennen und es auch zu sagen, weil das ist sie Ihnen als Gewerbetreibenden schuldig und das ist sie den Dresdner Bürgerinnen und Bürgern schuldig, um hier diese Pandemie einigermaßen zu überstehen. Wir haben Vorschläge gemacht. Ich wundere mich tatsächlich, dass wir bisher gar keine Debatte darüber haben, jedenfalls keine hier im Rat, wie eigentlich das Corona-Management läuft. Das Gesundheitsamt arbeitet am Limit. Das Management aus meiner Sicht ist eine Katastrophe. Wir müssen hier enger zusammenrücken. Ich wünsche mir einen Oberbürgermeister, der auf den Rat zugeht. Ich würde mich freuen, wenn wir die Lenkungsgruppe, wir haben ja den Vorschlag gemacht, hinbekommen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal zumindest außerhalb des Ältestenrats darüber reden, was wir richtig finden an Corona-Maßnahmen, damit wir auch als Rätinnen und Räte
das gemeinsam nach außen vertreten können, denn wir sind die Multiplikatoren nach draußen und wenn wir es nicht erklären können, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir entscheiden heute mit dieser Vorlage, mit diesem Antrag natürlich auch darüber, was in den nächsten Wochen passiert, ob wir Weihnachtsmärkte stattfinden lassen oder nicht. Die SPD-Fraktion wird diesen Antrag heute ablehnen, nicht weil wir gegen Weihnachten sind, nicht weil wir gegen Weihnachtsmärkte sind, sondern weil wir es aus gesundheitspolitischen Gründen nicht vertreten können, dass sie im Jahr 2020 stattfinden. Und nennen Sie mich dann gern den Grinch, das bin ich durchaus bereit zu akzeptieren im Sinne des Gesundheitsschutzes für unsere Dresdnerinnen und Dresdner. Vielen Dank. Als nächstes Freie Wähler, Herr Genschmer. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, lieber Herr Kaniewski, die Sozialdemokratie war mal eine Partei, die für die arbeitende Bevölkerung steht. Heute sind es meistens Leute, die in politischen Organisationen, Gewerkschaften oder in Medien vertreten sind und viel, ich sag mal, am normalen Leben peripher dran vorbeileben. Das hat man hier bei dieser Rede und bei diesen Äußerungen zu Weihnachtsmärkten gesagt. Wir als Freie Wähler haben von Anfang an gesagt, wir leben in besonderen Zeiten und wir als Stadtrat sollten die maximalen Möglichkeiten schaffen, damit den Händlern die Möglichkeit gegeben wird, unter diesen Bedingungen den Markt durchzuführen. Wir sollen so lange wie möglich dieses uns auch bewusste Fenster, was von der Bundesregierung eventuell verschoben wird, offen zu halten, um den Händlern die Möglichkeit zu geben, wenn es im Dezember möglich ist, ihre Märkte durchzuführen. Es sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, die sich hier über ihre Existenz Gedanken machen, Verantwortung für viele Leute tragen und wir leben in einer freien Gesellschaft. Und wenn die Weihnachtsmärkte stattfinden, entscheidet der Dresdner, der Gast, ob er auf diesen Markt geht. Es gibt ein Hygienekonzept für die Märkte. Wir sitzen hier seit über 2 Stunden und Sie erklären den Leuten draußen, sie dürfen aber nie auf den Markt gehen. Wir sitzen hier länger, als jeder Dresdner am Ende auf diesen Weihnachtsmarkt gehen würde. Und das sind diese Entscheidungen, die keiner mehr in der Gesellschaft versteht. Wir leiden oder wir geben den Gastronomen, den Kosmetikstudios Auflagen, Hygienemaßnahmen durchzuführen, dann wird willkürlich gesagt, ihr macht zu, aber ihr dürft handeln oder ihr dürft weiterarbeiten. Und das ist das, was dazu führt, dass die ganzen Corona-Maßnahmen ein großes Missverständnis in der Bevölkerung hervorrufen. Wir sitzen hier, wie viele Leute sind wir? 80? Seit 2 Stunden und in einem Restaurant, wo 20 Leute vielleicht im Restaurant sind, die dürfen nicht mehr aufmachen. Sie wollen als Stadtrat entscheiden, ob Weihnachtsmärkte geöffnet werden. Das sollen die Händler mit ihren Hygienekonzepten bis zu Ende planen können. Und wenn es möglich ist, werden es die Dresdner dankend annehmen. Wir als Freie Wähler werden diesen interfraktionellen Antrag unsere Zustimmung geben und wünschen und drücken den Händlern, die in schweren Zeiten alles möglich machen, die Daumen, damit im Dezember der eine oder andere Weihnachtsmarkt hier in Dresden stattfindet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Konzessionsnehmer. Wir befinden uns, glaube ich, aktuell wirklich in einer sehr, sehr unsicheren Rechtslage. Eine Rechtslage dann, die, glaube ich, bei Abschluss dann sowohl dieser Bietererklärung als auch dieser Konzessionsverträge, die 2016, 2017 nochmal abgeschlossen worden sind, so in dieser Form überhaupt gar nicht absehbar gewesen ist damals.
Konzessionsnehmer handeln im Auftrag der Stadtverwaltung. Die Stadt selber ist nach wie vor Veranstaltungsgeber und auch diese Rolle hat sie sich explizit in diesen Bietererklärungen mit eingeräumt. Das ist unterzeichnet worden und das war auch war im Prinzip auch Bestandteil der damaligen Ausschreibung. Was wir im Moment erleben ist, dass diese Verwaltung, die sich in der Vergangenheit auch sehr, sehr stark mit dieser Vielfalt dieser Weihnachtsmärkte auch in der Öffentlichkeit präsentiert hat, über die DMG dementsprechend auch geworben hat, um Gäste hier in die Stadt zu holen, dass diese Verwaltung aktuell mit zweierlei Maß misst. Wir haben in der letzten Wirtschaftsförderungsausschusssitzung, in der Sondersitzung am Mittwoch vor 2 Wochen über 600.000 Euro zusätzliche Gelder für die Durchführung des Striezelmarktes beschlossen. Normalerweise hätte eigentlich in diesem gleichen Beschluss auch für die thematischen Weihnachtsmärkte, die letzten Endes dann auch für die Stadt ausgerichtet werden und mit denen wir werben, auch genauso für diese pandemiebedingten Mehraufwendungen ein zusätzliches Budget beschlossen werden müssen. Das ist immer wieder abgelehnt worden mit der Begründung, diese Verträge geben das nicht her, das Rechtsamt hat eine andere Position uns eingenommen und so weiter. Und es wäre an dieser Stelle und zu dieser Zeit eher wichtig, dass man auch nicht nur den Gewinn und diese sehr, sehr gute Ausstrahlung, die man in den letzten Jahren gehabt hat, teilt und sich damit schmückt, sondern dass man auch in diesen sehr schlechten und gerade auch sehr angespannten Zeiten zusammensteht und dementsprechend auch Solidarität miteinander beweist. Das, was jetzt passiert, ist eigentlich dann, dass man sozusagen den Händlern momentan alles, was pandemiebedingte Mehraufwendungen sind, gegenüber sozusagen dann den gerne überlässt, mit der Aussage dann, unsere Verträge sind so getan, sind so abgeschlossen. Das ist schwierig und das bringt im Prinzip im Moment diese Konzessionäre in eine wirtschaftliche Schieflage. Warum werden aktuell diese Märkte nicht abgesagt? Es ist ein Rechtsproblem und es ist nicht unbedingt ein pandemisches Problem dann, sondern in dem Moment, wo einer der Seiten aktuell Märkte absagt, ob das die Stadtverwaltung ist, dann wird sie sozusagen in die Situation kommen, dass Händler eine Schadensersatzklage wahrscheinlich sogar anstreben. In dem Moment, wo die Händler absagen, erfüllen sie ihre sozusagen Konzessionsverträge nicht mehr und sind aktuell mit 75.000 Euro bei Absage der Veranstaltung in der Haftung. Das ist eine Konventionalstrafe dann, eine Vertragsstrafe, die ist so festgehalten. Und das macht, glaube ich, im Moment sozusagen dann dieses Mikado, was wir erleben, dass sozusagen die Seite, die zuerst wackelt, verliert. Einfach, sag ich mal, erklärt es nochmal ein Stück. Im Moment warten alle auf den 16.11. Am 16.11. hat die Bundesregierung angekündigt, uns sozusagen zu sagen dann, wie im Dezember weiter mit den Corona-Verordnungen umgegangen wird. Und in dem Moment, wo die Bundesregierung absagt, ist, glaube ich, für alle Seiten zumindest eine gewisse Sicherheit da. Weil dann auch diese Regelung dann über die 75% Ausfall oder sozusagen über die 75% des Ausfalls dann für den Vorjahresmonat dann auch wirklich erst wirksam wird. Und das ist, glaube ich, das Problem, in dem wir gerade im Moment stehen. Deswegen ist im Moment keine Klarheit da. Deswegen haben wir sozusagen diese sehr vertagte Situation. Und das führt mich nochmal zu einigen Nachfragen in der Verwaltung. Was passiert, wenn diese Veranstaltungen und Märkte im Dezember stattfinden können, heute allerdings dann diese Mehraufwendungen für diese thematischen Weihnachtsmärkte nicht beschlossen werden? Und aus dem Grunde vielleicht auch dann der ein oder andere Konzessionär sich sozusagen wirtschaftlich gar nicht mehr in der Lage sieht, diese Mehrkosten, von denen Herr Hitzer sehr anschaulich hier gesprochen hat, sozusagen zu leisten. Eine zweite Frage an die Stadtverwaltung. Wir wissen dann, dass auch durchaus Händlerinnen und Händler sehr verunsichert sind und auch absagen. Wie viele von den Händlerinnen und Händlern haben jetzt für den Striezelmarkt aktuell abgesagt? Wie viele Kapazitäten werden dadurch frei? Und können wir eventuell, sag ich mal, das, was wir im Moment im Wirtschaftsausschuss beschlossen haben, an diesen 600.000 Euro nicht auch nutzen, um letzten Endes dann diese Mehrkosten dann für die Händlerinnen und Händler, also für die Konzessionsnehmer, damit auch zu begleichen? Wann werden diese Vertragsstrafen fällig? Vielleicht kann uns das auch nochmal hier ausführlich nochmal auch für alle und nicht bloß in einer einzelnen Mail dann an den einen oder anderen Stadtrat nochmal vorgetragen werden.
Und ist zu erwarten, dass diese Mehraufwendungen aus dem Förderprogramm für pandemiebedingte Mehrausgaben gedeckt werden und damit natürlich dann auch dieser städtische Haushalt gar nicht dann von diesen Kosten belastet wird? Können Sie uns dazu noch mal eine Antwort geben? Ansonsten würde ich gerne noch mal eine Auszeit vor der Abstimmung hier beantragen, um noch mal bestimmte Punkte noch mal zu klären. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Kragen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kaniewski hat uns ja und speziell Ihnen und der Verwaltung eine Empfehlung gegeben, indem er sagte, Sie sollen den A... in der Hose haben und den Striezelmarkt absagen. Das hat er zweimal gesagt, weil es ihm wichtig ist. Ich sage Ihnen, es ist unangemessen. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Ihnen etwas die Nerven durchgehen. Ich nenne es Mut, und zwar seit September haben wir hier im Stadtrat gemeinsam mit der Verwaltung das Ziel verfolgt, Striezelmarkt und thematische Weihnachtsmärkte möglich zu machen. Und wir haben nicht den einfachen Weg gewählt zu sagen, wir sagen sie ab, dann würden wir heute nicht hier sitzen, es wäre für uns alle sehr bequem, das Thema wäre vom Tisch, es wäre entschieden, sondern wir haben gemeinsam den anstrengenden, den herausfordernden Weg gewählt. Und was haben wir denn bisher erreicht? Wir haben Hygienekonzepte entwickelt, wir haben hier im Stadtrat Beschlüsse gefasst, weitere Flächen auszuweisen, das Ganze zu entzerren. Wir haben einen Beschluss gefasst, Mehrkosten für den Striezelmarkt bereitzustellen, die Corona-bedingt auflaufen können, in Höhe von 600.000 Euro. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir bei dem Beschluss die thematischen Weihnachtsmärkte nicht berücksichtigt hatten. Und diesen Beschluss, den wollen wir heute nachholen. Und das ist die Folge dieses ganz normalen, jetzt ablaufenden Programms. Es geht um 400.000 Euro, bis zu 400.000 Euro, die anfallen können für zusätzliche Einfriedungen, für zusätzliches Personal, für die Zählung von Besuchern etc. pp. Und dass das Geld kostet, ist klar, sonst hätten wir einen gleichlautenden Beschluss nicht zum Striezelmarkt gefasst. Und wer beim Striezelmarkt zugestimmt hat, der müsste jetzt auch entsprechend hier zustimmen. Und ganz wichtig, das Ganze ist kein Barscheck, den wir hier ausreichen wollen, sondern dieses Geld fließt nur dann, wenn diese Kosten tatsächlich auflaufen, und zwar auf Nachweis und mit vorheriger Abstimmung mit dem Amt für Wirtschaftsförderung. Und das sind wir, denke ich, unseren Konzessionären schuldig. Herr Maloney hat es, denke ich, deutlich gemacht. Wir befinden uns dort in einer Vertragsbeziehung und sollten uns dort auch entsprechend verhalten. Und die Frage, ob der Striezelmarkt stattfindet, die wird in der Tat heute noch nicht beantwortet, sondern die wird dann beantwortet, wenn die Corona-Schutzverordnung, die aktuell gilt, am 30.11. ausläuft. Und die wird dann beantwortet, wenn es eine neue Corona-Schutzverordnung gibt. Und die wird für uns maßgebend sein. Denn dann werden wir wissen, ob wir keinen Striezelmarkt und keine thematischen Weihnachtsmärkte in unserer Stadt haben werden oder ob wir es ermöglichen können. Und dann werden wir auch beantworten können, in welcher Form es stattfinden kann. Und solange das nicht klar ist, bin ich überhaupt nicht bereit, irgendetwas zu streichen, sondern bis dahin möchte ich gern, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen, zu versuchen, etwas zu ermöglichen. Zugegebenermaßen, der Ausgang ist momentan relativ offen, aber solange es die Chance gibt, in der Weihnachtshauptstadt tatsächlich was stattfinden zu lassen, wo wir heute noch nicht wissen, wie es aussieht, möchte ich daran weiterarbeiten und wir sind weit davon entfernt, hier die Nerven zu verlieren. Wir arbeiten dieses Programm, was wir uns selbst gegeben haben, ab und dazu gehört heute auch dieser überaus sinnvolle Beschluss. Und wir möchten Sie bitten, dem heute so zuzustimmen und diesen Weg ganz in Ruhe gemeinsam weiterzugehen und zu schauen, was wir im Dezember machen können oder eben dann nicht. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schips.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, in wenigen Wochen ist Weihnachten und viele Kinder haben sicher schon ihren Wunschzettel geschrieben. Wenn ich, bin zwar kein Kind mehr, aber wenn ich einen Wunschzettel für Dresden schreiben könnte, wäre einer der Punkte, der darauf steht, dass in diesem Jahr der Striezelmarkt und die anderen thematischen Weihnachtsmärkte stattfinden können. Ob nun auf dem Neumarkt, der Hauptstraße, der Prager Straße, dem Körnerplatz oder anderswo, vorweihnachtliches Markttreiben ist in Dresden mittlerweile viel mehr als nur der Striezelmarkt. Wir Stadträte müssen es aber nicht wie die Kinder halten. Wir müssen nicht warten, bis irgendwann das Christkind oder, je nachdem wie man sieht, der Weihnachtsmann kommt und die Gaben bringt. Wir können als Stadträte hier etwas selbst dazu beitragen. Deshalb sind in den letzten Wochen von verschiedenen Fraktionen, auch von uns, Anträge eingebracht worden, die versuchen, die Märkte in diesem Jahr möglich zu machen. Heute geht es hier bei dem Antrag um die Unterstützung von allen Märkten, die die Stadt mittels Vergabe von Konzessionen betreiben lässt. 400.000 soll es maximal kosten. Wir haben das ja ausführlich schon gehört. Wir als AfD unterstützen vernünftige Anträge in diesem Stadtrat. Das ist Ihnen bekannt. Und deshalb auch diesen interfraktionellen Antrag. Teile des Stadtrates haben allerdings die Weihnachtsmärkte in Dresden längst abgeschrieben. Wenn man aber unbedingt die 5%-Hürde nach unten reißen will, dann muss man das wohl so machen und nicht anders. Die AfD wird weiter für die Weihnachtsmärkte kämpfen. Unsere Stadt braucht ein Stück Normalität in schwierigen Zeiten. Wir müssen unsere Tradition hochhalten, um unsere Bürger erfreuen zu können. Selbst 1945, als diese Stadt total in Trümmern lag, gab es damals an der Isarstraße in einer Halle so etwas Ähnliches wie einen Weihnachtsmarkt. Damals ein Zeichen der Hoffnung. Das brauchen wir heute auch. Ich wollte heute ja gar keine Corona-Debatte aufmachen, aber der Kollege von der SPD hat es ja gemacht und damit angefangen. Wir leugnen diese Krankheit nicht, aber wir kritisieren den Umgang damit und vor allem die unsägliche Bevormundung der Bürger. Wir brauchen Eigenverantwortung und keine Politnannies, die den Bürger wie Kleinkinder behandeln und ihnen sagen, was er zu tun, zu denken und zu lassen hat. Wenn wir den Bürgern praktisch alles außer Arbeit und Schule verbieten und nehmen, einschließlich der elementarsten Grundrechte, dann muss sich ja niemand mehr wundern, dass die Corona-Müdigkeit wächst und die Bürger letztlich zu Tausenden, wie am Sonnabend in Leipzig, auf die Straße gehen. Ich bin dort gewesen, habe mit vielen gesprochen und ich kann Ihnen sagen, der Frust ist groß und er wächst. Sie müssen da nicht lachen, Frau Filiosene, das ist so, reden Sie mit den Bürgern, das werden sie Ihnen sagen. Sie können keinem Bürger, oder tun Sie das bitte, Sie können, jetzt rede ich, Herr Lichti, ja? Sie können keinem Bürger mehr erklären, warum er zum Beispiel dicht gedrängt und DVB im Berufsverkehr zur Arbeit und zur Schule fahren soll, aber gleichzeitig nicht unter strengen Hygienemaßnahmen einen Weihnachtsmarkt besuchen oder eine Kulturveranstaltung oder auch einfach ein Restaurant. Das können Sie einfach keinem mehr vermitteln. Und deshalb tragen Sie doch wenigstens dazu bei, dass wir die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr möglich machen und den Bürgern ein Stück Normalität und weihnachtliche Stimmung geben. Vielen Dank. So, zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, genau das ist ja das Problem. Wir leben eben nicht in Zeiten der Normalität, sondern wir leben in einer ganz außergewöhnlichen Zeit. Und die Toten und die Schwerkranken und die tausenden Infizierten sind nun mal bittere Realität. Und jene, die Verantwortung tragen, ob in der Regierung oder den Gesundheitsämtern, die kämpfen Tag für Tag und meist auch in der Nacht darum, diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Und jetzt dürfen wir doch nicht die Augen vor der Realität verschließen. Bundesweit wird Weihnachtsmarkt für Weihnachtsmarkt für Weihnachtsmarkt abgesagt. Und mir wäre es neu, dass das Coronavirus um Dresden herum einen Bogen macht. Also es ist real hier. Wir haben die Zahlen. Das ist die Realität. Und jetzt frage ich Sie, ist denn ernsthaft zu erwarten, dass in 2 oder 3 oder 4 Wochen in dieser Stadt die Situation eine grundlegend andere ist als zum heutigen Tag? Das ist nicht zu erwarten, wenn man realistisch herangeht und mit gesundem Menschenverstand herangeht und wenn man die Erfahrungen einbezieht,
die wir in den vergangenen Wochen und Monaten mit dieser Pandemie bundesweit sammeln mussten. Und insofern ist es doch unredlich, hier die Hoffnung oder die Erwartung zu wecken, in dieser Stadt würden in diesem Jahr Weihnachtsmärkte stattfinden können. Und ich will das ganz klar sagen, ich fordere gar nicht und meine Fraktion fordert gar nicht, dass sie nicht stattfinden. Aber wenn man einfach mit einem nüchternen Blick auf die Lage analysiert, wie die Situation ist, dann ist mit äußerst großer Wahrscheinlichkeit es eben nicht zu erwarten, dass sie stattfinden können. Das ist doch das Problem. Und deshalb sollte man einfach mal Klarheit schaffen und hier nicht weiter Erwartungen wecken, die dann später nicht erfüllbar sind. Und mit Verlaub, wir drohen hier sehr, sehr viel Geld, Hunderttausende von Euro für keine Weihnachtsmärkte auszugeben. Und das ist keine kluge Politik. Und nebenbei bemerkt, man kann sich das doch praktisch angucken, bereits an verschiedenen Stellen sozusagen, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ich habe das kürzlich mal getan. Wir hatten hier an der Marienbrücke jetzt einige Wochen das Dresdner Herbstfest, den Rummel. Der war eingezäunt. Da gab es einen Zugangsbereich und da wurden die Menschen auch registriert. So weit, so schön. Ja, aber drinnen saßen sie dann dicht gedrängt, wildfremde Menschen nebeneinander in den Fahrgeschäften. So sah die Realität aus. Abstände, vielfach Fehlanzeige. Und jetzt können wir uns das doch mal praktisch vorstellen. Wie geht es denn auf dem Weihnachtsmarkt zu, wo Eierpunsch konsumiert wird oder Glühwein oder dergleichen? Die Leute stehen nun mal dicht an dicht, selbst wenn man sie an den Zugängen kontrolliert. Das heißt, es drohen einfach Hotspots geschaffen zu werden für weitere Verbreitung dieses Virus. Das ist eine Gefahr und deshalb ist es eben aus heutiger Sicht nicht realistisch, dass sie stattfinden werden. Der Stadtrat wird letztlich diese Entscheidung, ob sie stattfinden, nicht zu treffen haben. Das wird an anderer Stelle passieren. Aber wenn wir beobachten, welche Maßnahmen seitens der Staatsregierung getroffen worden sind, dann kann man sich doch lebhaft vorstellen, wie die Situation im Freistaat Sachsen und in der Landeshauptstadt Dresden im Dezember aussehen wird. Und insofern sollten wir hier nicht "Wünsch dir was" spielen, sondern einfach mit einem Blick auf die Realität die richtige Entscheidung treffen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen habe ich avisiert bekommen. Frau Filiusine, dann Herr Schulte-Wissermann und dann Frau Dr. Vogel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt muss ich doch hier noch mal in die Bütt gehen, wie man so schön sagt. Ich habe hier, vielleicht erinnern Sie sich, vor, ich glaube, es war in der letzten oder vorletzten Stadtratssitzung, mit voller Überzeugung dafür gestimmt, dass wir die Gelder für das alternative Konzept des Striezelmarkts in die Hand nehmen. Ich habe damals aber auch darauf verwiesen, dass das Konzept, das Hygienekonzept, was der Oberbürgermeister uns im Wirtschaftsausschuss oder was uns im Wirtschaftsausschuss vorgestellt wurde, ja ganz klare Prämissen hat. Was passiert bei der Inzidenz über 35, was passiert über 50? Und damals war eigentlich in diesem Konzept, stand drin, ja schon wenn es über 50 steigt, kann eigentlich kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Wir wissen jetzt, wo die Zahlen sind. Ich wünsche mir das ganz sicher nicht. Aber jetzt, Frau Schöps, jetzt muss ich Sie doch mal direkt ansprechen. Wenn Sie diese Argumentation weiterführen, dass Sie sagen, ja, wie wollen wir den Leuten erklären, wir sitzen hier in so einem Raum und die dürfen nicht auf den Weihnachtsmarkt, dann frage ich Sie, glauben Sie tatsächlich, dass auf einem Weihnachtsmarkt diese Abstandsregelung, wie wir sie hier haben und wie wir sie zum Glück auch offenkundig in diesem Raum alle mittragen, auf einem Weihnachtsmarkt überhaupt möglich sind? Nein. Und wenn ich nicht ein bisschen näher mit den Leuten dastehen kann, wenn ich dann meinen Glühwein, den ich eigentlich ab 35 schon nicht mehr trinken darf, beziehungsweise die härteren, die doch ab 35 war das,
macht es da Spaß. Dann müsste ich ja weiter sagen, dass dann Ihre Argumentation, ja, wenn ich so dicht gedrängt in der Straßenbahn sitzen darf, warum darf ich denn nicht so dicht gedrängt im Weihnachtsmarkt stehen? Weil wir, und da bin ich dann auch bei dieser unsäglichen Demonstration in Leipzig, wo wirklich Tausende von Leute dicht gedrängt ohne Maske darauf gepfiffen haben, ob sie dafür sorgen, dass die Zahlen in diesem Lande schön weiter hochgehen, dass wir das nicht verantworten können. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, mein Kollege Thorsten Schulze, dem ich ja ausdrücklich dafür danke, dass er sich auch so vehement für die Konzessionäre und die Händler einsetzt, deren Wohl und Wehe uns allen am Herzen liegen. Aber ich möchte jetzt noch mal die Fragen dahingehend ergänzen, bevor wir dann in der Auszeit vielleicht auch unser eigenes Abstimmungsverhalten beziehungsweise überlegen, ob wir vielleicht noch einen Änderungsantrag einbringen. Was passiert denn, und die Wahrscheinlichkeit ist doch riesengroß, wenn die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können? Welche Konventionalstrafen, da gucke ich jetzt schon mal eben zum Oberbürgermeister und zum Peter Lames, welche Konventionalstrafen müssten denn dann bezahlt werden? Also welche Nachteile über die natürlich auf der Hand liegenden wirtschaftlichen, wenn die Stände nicht das tun können, wofür sie da sind, dass sie nämlich verkaufen und ihre Umsätze machen, aber welche konkreten Kosten fallen denn an? Denn ich denke, das muss in der Verantwortung dieses Stadtrats sein, dass wir dann sagen, ja, wenn unverschuldet und für Corona können die Konzessionäre definitiv und nachweislich nichts, wenn durch Corona entsprechender Auflagen, also finanzieller Art noch, ich sage mal, Schadensersatzzahlungen oder Ähnliches anfallen würde, dann denke ich, wäre das ja ein Grund, wo man auf jeden Fall sagen muss, hier muss man ansetzen. Aber das möchte ich erst mal wissen und das ist für meine eigene Entscheidung auch, was wir gegebenenfalls hier noch beantragen, zentral. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung Herr Schulte-Wissermann und Herr Dr. Schulte-Wissermann und Frau Dr. Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen in der Halle und draußen im Netz. Ich bin jetzt hier ganz spontan aufgesprungen, weil mich hat eine Frage getriggert, die ich oft höre. Man kann keinem Menschen mehr erklären, dass, und dann setzen Sie irgendwie irgendwas ein, was gerade nicht erlaubt ist oder nicht geht, wenn doch gleichzeitig, und dann nehmen Sie irgendwas, was gleichzeitig immer noch erlaubt ist. So kann man nicht argumentieren. Und es hieß ja, irgendjemand hat gesagt, das soll man mir mal erklären, das versuche ich jetzt zu erklären. Wie übertragen sich Virusinfekte oder Krankheiten? Sie übertragen sich durch Kontakte. Je mehr Kontakte wir haben in der Gesellschaft, die Summe der Kontakte ist entscheidend, natürlich auch die Qualität, aber insbesondere die Summe der Kontakte, umso schneller verbreitet sich das Virus. Als wir im Februar, März alle noch nicht wussten, was eigentlich los ist und wir unser ganz normales Leben mit Rave-Partys und großen Kirchen mit Chören drin und mit Fußballstadien und mit vollen Zügen gemacht haben, da war das R, also die Reproduktionszahl, die war 3. Das heißt, ein kranker Mensch hat 3 neue angesteckt. Und dann geht das 3, 9, 27, 81, exponentielles Wachstum. Wir haben den Sommer ganz gut überlebt, zwischendrin war das R auch unter 1, also es ist ja wieder runtergegangen. Und im Sommer war ja auch alles fluffig, im Sommer war alles schön, weil da war ja frische Luft und da sind wir nicht so viel reingegangen. Und jetzt, im Herbst, Winter, geht es wieder los. Und da hat jetzt die Bundesregierung, die Frau Merkel, die ich durchaus nicht weghaben will, komischerweise, dass der Pirat das sagt, hat die Bundesregierung gesagt, zusammen mit den Ländern, wir müssen die Anzahl der Kontakte wieder reduzieren. Wenn Sie jetzt die Anzahl der Kontakte reduzieren wollen, dann müssen Sie sich einfach überlegen, was nehmen wir denn?
Wir könnten die Schulen nehmen und die Kitas. Wir könnten die Industrie nehmen und die ganze Arbeitswelt. Wir könnten den ÖPNV zumachen. Ja, das könnten wir alles tun. Wir könnten die Kirchen zumachen. Ja, das wird vielleicht ja auch noch kommen. Singen in Kirchen ist... Kirchen sind ziemlich große, gute Superspreader-Events, wenn die Leute dicht sind und singen. Wir könnten aber auch sozusagen vielleicht das erstmal zumachen, was im Wesentlichen nicht Industrie produziert oder lebensnotwendig ist oder einen Transport sicherstellt, also das, was man gemeinhin Freizeit nennt. Ja? Weil nämlich, wenn ich die Freizeit Sachen zumache, also Restaurants zum Beispiel oder Weihnachtsmärkte, es ist ja nicht nur das Restaurant und es ist ja nicht nur der Weihnachtsmarkt. Es ist ja auch der Weg dahin. Geht irgendjemand von Ihnen alleine auf den Weihnachtsmarkt? Ich glaube, niemand von Ihnen war jemals alleine auf den Weihnachtsmarkt. Sie verabreden sich also mit 5 Leuten. Also 5 Leute aus 5 verschiedenen Haushalten, aus 5 verschiedenen Familien, fahren mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Taxi, mit dem Auto irgendwie in die Stadt, haben dort schon Kontakte. Ja, laufen dann dahin, sind auf dem Weihnachtsmarkt, sind im Restaurant und dann das Gleiche wieder zurück. 5 Leute gehen wieder in die Straßenbahn, in unterschiedliche, fahren nach Hause und treffen dort wieder auf ihre Haushalte. So, und wenn nur einer davon ansteckend ist, dann haben wir aus 5 sozusagen über die Zeit, hat man das reingetragen in die Haushalte und deswegen ist auch der größte Balken, von wo stecken sich die Leute an, in Haushalten. Aber das Virus wird doch nicht in den Haushalten geboren. Das Virus wird in die Haushalte reingetragen durch Menschen wie Sie. Und die Menschen haben sich halt angesteckt irgendwo da draußen bei Kontakten. Und deswegen müssen wir die Kontakte reduzieren. Und deswegen ist es absurd, wenn wir jetzt hier eine Inzidenzzahl von 131, glaube ich, gerade in Dresden haben, Mitte November, dass wir darüber reden oder nachdenken, ob wir in 2 Wochen Weihnachtsmarkt haben. Das ist absoluter Quatsch. Und von daher sollten wir einfach wirklich der Wahrheit ins Auge blicken und sagen, alle unnötigen Sachen sollten wir jetzt in dem Winter vermeiden, auch die Weihnachtsmärkte. Dankeschön. Und als nächste Rednerin Frau Dr. Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte. Zunächst, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind Menschen, die Verantwortung übernehmen, auch wenn es unpopulär ist, die das Wohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick haben. Und dazu gehört eben auch der Gesundheitsschutz. Schon aus diesen Gründen, viele Vorrednerinnen und Vorredner haben es gesagt, gehört dieser Weihnachtsmarkt abgesagt. Dann, liebe Frau Dr. Schöps und lieber Herr Genschmar, der Unterschied zwischen uns Stadträtinnen und Stadträten und der Bevölkerung ist, dass wir von dieser Bevölkerung gewählt sind und deshalb hier sitzen müssen, damit Demokratie stattfinden kann. Sie sollten auch die Corona-Schutzverordnung kennen, die Ihnen so wichtig ist, und wissen, dass wir als kommunale Vertretungskörperschaften eben gerade ausgenommen sind von diesen ganzen Regelungen. Warum? Weil wir als Stadträtinnen und Stadträte hier dafür sorgen müssen, dass Demokratie weiter stattfindet und dass Beschlüsse gefällt werden können. Und wenn Sie mich persönlich fragen, bin ich voll bei Ihnen. Ich persönlich finde es auch höchst gefährlich, 2 Stunden und 3 Stunden auch mit 1,5 Meter Abstand hier zu sitzen, mit Ihnen gemeinsam, mit Maske, ohne Maske. Und ich finde es auch gefährlich, dass wir uns diesem ganzen Geschehen hier aussetzen müssen. Aber wir geben ein Stück weit auch unseres persönlichen, individuellen Gesundheitsschutzes auf für diesen Stadtrat, damit wir weiter Entscheidungen treffen können. Das ist nun mal der Preis der Demokratie. Und unser Gesundheitsschutz, unser persönlicher Gesundheitsschutz, tritt heute Abend hier zurück. Das gehört zu diesem Ehrenamt, Stadtrat und Stadträtin zu sein, dazu. Aber es ist ein Preis, den wir zahlen persönlich, damit wir hier zusammen zu Entscheidungen kommen können. Wir tun das für die Bevölkerung, die uns alle gewählt hat. Es ist also ein Akt der Solidarität von uns Stadträten der Bevölkerung gegenüber. Und vielleicht letztlich noch ein geistliches Argument.
Soweit ich weiß, ist Jesus Christus nicht auf dem Christstollen des Dresdner Striezelmarktes geboren, sondern in einer glühweinlosen, konsumfreien Krippe. Die Geburt Jesu ist der Grund für Weihnachten. Einen kommerziellen Markt dazu braucht es für diese Botschaft nicht. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung. Herr Schmählich, dann Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir aus der Perspektive eines ehrenamtlichen Stadtrates, der sich unter anderem auch um öffentliche Finanzen kümmert, dieses Thema auch zu beleuchten. Es steht fraglos fest, dass es in den jetzigen Zeiten überall im Land und auch überall in dieser Stadt eine Menge Menschen gibt, die auf tragische Weise nicht nur gesundheitlich betroffen sind, sondern auch und andere wirtschaftlich betroffen sind. Und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht berechtigt auch Hilfe beantragen kann und Unterstützung beantragen kann. Das ist fraglos so. Aber wir müssen auch sehen, was können wir denn tun? Und wo ist denn das Risiko, dass wir unser Geld verbrennen, am größten? Und da setze ich mal bei diesem Antrag an. Also wir haben hier in Dresden, das hat auch der Finanzbürgermeister bei der Einbringung des Haushaltes sehr deutlich gemacht, haben wir keine Finanzbazooka, die wir in Stellung bringen können. Und wenn ich mir anschaue, in welchen Größenordnungen gegenwärtig auch für künftige Generationen wenig nachhaltige Finanzpolitik betrieben wird, dann gestatte ich mir mal den Hinweis, dass wir hier schon 600.000 im Wirtschaftsausschuss, ich sage übrigens, ich habe dem nicht zugestimmt, im Wirtschaftsausschuss genehmigt haben und jetzt hier nochmal 400.000 beschlossen werden sollen. Aus meiner Sicht ist das Geldverschwendung mit Ansage. Denn unabhängig von der Tatsache, wie stark wir uns bekennen zu den Dresdner Weihnachtsmärkten, wir müssen der Realität in die Augen sehen. Und ich frage Sie mal allen Ernstes, wenn es Ihr privates Geld wäre, darauf zu wetten oder zu investieren in das Stattfinden von Weihnachtsmärkten in diesem Jahr, würden Sie 1 Euro investieren? Seien Sie ehrlich. Deshalb, weil wir hier sozusagen uns aus dem vollen öffentlicher Mittel bedienen, denken. Nur deshalb im Grunde genommen wagen wir solche Schritte. Und aus dem Grunde würde ich hier auch wirklich mal an die Verantwortlichkeit dieses Stadtrats appellieren wollen, vor dem Hintergrund, dass wir in wenigen Wochen einen Haushalt beschließen wollen, bei dem dann auch ganz eng um jeden Tausender wahrscheinlich oder 10.000 Euro gefeilscht werden wird. Fest steht eins, wir müssen keine Epidemiologen sein. Wir wissen aber, dass eine Entwicklung in einer Stadt, die heute zu sehen ist, nicht in 2 Tagen vorbei ist. Wir wissen also heute schon, dass wir ein Infektionsgeschehen in Dresden haben werden, bei dem es unverantwortlich sein wird, das hier stattfinden zu lassen. Ich kann nur davor warnen, weiter Geld zu verbrennen und bitte deshalb im Grunde genommen diesem Antrag nicht zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächster Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Krüger, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt hier spontan nach vorne begeben, weil es ist für mich schwer erträglich, dieser Debatte zu folgen, sehr schwer erträglich. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine pseudorationale Geisterdebatte, die eine Katastrophe ist. Wir tun so, als ob wir so weitermachen könnten wie bisher, als ob in diesem Land nichts passiert wäre. Der Kollege Kalewski hat es angesprochen, er war der Einzige, der es angesprochen hat. Sie lesen doch auch die Zeitungsmeldungen,
Sie verfolgen das doch auch über die Social Media. Sie wissen doch, wie die Inzidenz im Erzgebirge und im Kreis Bautzen ist. Über 400. Sie wissen doch auch, dass das Dresdner Gesundheitsamt seit langem nicht in der Lage ist, die Nachverfolgung zu gewährleisten. Sie wissen auch, dass das Gesundheitsamt der Stadt Dresden seit anderthalb Wochen falsche Zahlen, die sie jetzt nach und nach korrigiert, irgendwie in die Öffentlichkeit bringt. Und Sie wissen auch, dass jetzt diese Aufstockung nur dazu dient, um diesen Stau vielleicht etwas mehr abzuarbeiten. Und in so einer Situation machen Sie sich Sorgen um die Händler. In einer normalen Situation wäre das richtig. Was ich wirklich beschämend und furchtbar finde, ist, dass sich dieser Stadtrat offensichtlich keine Sorgen darüber macht, über die Menschen, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen. Das sind sehr viele und ich glaube, es ist die Mehrheit in diesem Land. So ist es. Und ich vermisse, dass diese Leute in diesem Stadtrat eine ausreichende Stimme haben. Sie wissen, was das DIVI sagt. Die Intensivbetten sind in 10 Tagen alle. Und dann wollen wir alle in die Triage gehen, oder was? Das Schreckgespenst des Frühjahrs, das haben wir alles vergessen. Und Sie diskutieren über Händler und Weihnachtsmärkte. Das ist absurd. Und dann kommen Sie, Frau Schöps, von der AfD und sagen, ja, Sie von der AfD, in jedem Ausschuss, in jedem Stadtrat scheißen Sie auf die Empfehlung von Mund-Nasen-Schutz. Ich habe Sie noch nie gesehen. Sie sind ein unsolidarischer Haufen. Sie sind ein asozialer, unsolidarischer Haufen. Sie gefährden bewusst die Gesundheit nicht nur von uns, sondern von allen Leuten, mit denen Sie in Kontakt kommen. Und Sie stellen sich hier hin, Sie wagen es, sich hier hinzustellen und diese Demo, diese Katastrophe von Leipzig noch zu befürworten oder zu rechtfertigen. Eine Demonstration, die rechtswidrig war. Eine Demonstration, wo Hools auf die Polizei losgegangen sind. Das finden Sie normal, das finden Sie toll. Sie sollten sich schämen. Sie sollten sich schämen. Liebe, ja, ich reg mich auf, ich gebe es zu. Die rechte Seite des Hauses, Sie sind tatsächlich die Feinde der Demokratie und des Rechtsstaats. Und Sie sind die Feinde von unser aller Gesundheit. Und ich will, dass das endlich mal gesagt wird. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich auch mal da Konsequenzen ziehen und sich mal ein normales, mitteleuropäisches, bürgerliches Betragen angewöhnen, anstatt uns hier mit diesem Blödsinn irgendwie zu nerven. Entschuldigung. So, weitere Wortmeldung, Herr Hannig und dann, erstmal Herr Hannig und dann Sie, Frau Dr. Schöps. Soll ich vorkommen? Na, jetzt müsste es doch gehen. Also, sehr verehrte Abgeordnete, ja, wissen Sie, Sie sind der Einzige, der immer nur stört. Ja, Sie dürfen mich auch Nazi-Anwalt nennen. Ich möchte bitte auf Folgendes nochmal hinweisen. Wir entscheiden doch hier nicht über Corona oder über Krankheit oder auch nicht über die Durchführung der Weihnachtsmärkte, sondern dieser Antrag, wenn Sie den gelesen haben, verehrte Damen und Herren Kollegen, ob Sie uns nur mögen oder nicht auf der rechten Seite, dort sitzen Sie, die Konzessionäre. Es geht nicht darum, den 400.000 Euro zu schenken. Es geht darum, falls die Märkte stattfinden, denen gegen Kostennachweis, gegen Vorlage von Quittungen, das Geld zu erstatten, was sie extra bezahlen müssen, um uns ein Gesundheitskonzept zu geben. Darauf müssen wir uns doch bitte mal jetzt beschränken. Bitte denken Sie an die Leute, die das Geld im Zweifel bezahlen müssen. Nur darum geht es. Hier geht es nicht um Pro-Weihnachten, nicht um Pro-Corona und nicht um Maskenpflicht. Ich bitte Sie alle ganz herzlich, wir reden hier nicht über unsere politischen Interessen oder Meinungen, sondern über die Konzessionäre, die diese Märkte für unsere Stadt betreiben. Und das Geld ist nicht weg. Es wird nur ausgegeben, wenn dies auch ausgeben müssen. Ganz einfacher, kleiner Antrag, frei von Emotionen. Bitte, bitte, bitte beruhigen Sie sich, lassen Sie uns nächstes Jahr politisch weiter streiten und jetzt einfach diesen einfachen Beschluss fassen, dass Kosten erstattet werden, die zusätzlich anfallen. Das wäre sehr schön, ich würde das sehr begrüßen. Und ja, hätte ich die jetzt schon weg, na, das macht es einfacher. Brauche ich kein Schlusswort. Frau Dr. Schöps. Herr Lichti, ich war im Kindergarten ein paar Jahre lang und da habe ich von meinen Erzieherinnen gelernt,
Wer schreit, hat Unrecht. Und das möchte ich ganz ausdrücklich auch für diesen Stadtrat erklären. In meiner Rede ging es mir jetzt nicht um Corona, um eine Corona-Debatte machen. Wissen Sie, da gibt es so viel, was man da eigentlich diskutieren müsste öffentlich und was in diesem Land nicht mehr diskutiert werden darf, weil es einfach unterdrückt wird und namhafte Experten, ich erinnere mal an Professor Bakhti, einfach nicht mehr zu Wort kommen. Ne? Aber das ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Thema. Es ging hier um nicht um Corona, es ging hier um ein Stück Dresdner Kultur, um die Weihnachtsmärkte. Und ich wollte halt zum Ausdruck bringen, dass diese, soweit es in unseren Kräften hier als Stadtrat liegt, nach Möglichkeit dieses Jahr stattfinden sollen. Natürlich in einer abgespeckten, natürlich in einer abgewandelten Form unter Wahrung eines möglichst effektiven Infektionsschutzes. Es gibt Hygienekonzepte, wir haben dafür schon viel Geld an die Hand genommen, das wissen Sie alles. Und deshalb verwahre ich mir hier persönliche Angriffe. Das ist einfach für dieses Haus absolut unwürdig und auch untauglich, unsere Arbeit hier vernünftig für Dresden zu machen. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung Herr Gilke und dann war Herr Wirtz. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, was wir hier erleben, das geht eigentlich schon wieder gar nicht. Es zeigt wieder die unterste Schublade menschlichen Daseins und Miteinander. Fangen wir mal mit dem Herrn Lichti an, der uns asozial genannt hat. Nur weil wir ein bisschen kritisch mit der Maske umgehen. Nun, Herr Lichti, googeln Sie mal Grüne Jugend nie wieder Deutschland. Das ist asozial. Das ist gegen Deutschland, das ist gegen Sachsen, das ist gegen Dresden, das ist sogar gegen Sie, weil Sie sind auch eine Form von Deutschland als Mandatsträger. Das Nächste, Frau Filius, das finde ich sehr interessant, wie Sie den Unternehmern eigentlich so gar nichts mehr zutrauen. Dabei sind Unternehmer diejenigen, die lesen Beschlüsse viel intensiver als manch ein Politiker. Die wissen oft viel besser Bescheid als die Politiker selber. Und dann sagen Sie mal so einfach die Hygienekonzepte, als würden die nicht funktionieren. Das ist eigentlich schlimm. Ich weiß nicht, Sie hätten in der letzten Zeit, bevor dieser aktuelle Lockdown gekommen ist, mal essen gehen sollen. Ich kann jetzt zurzeit in mein Lieblingsrestaurant nicht mehr gehen, weil es ja zu ist, aufgrund der Bundesregierung. Aber die Leute wussten, was sie taten. Da gab es eine absolute Sicherheit. Und ich bin mir sicher, die Unternehmer, die die Weihnachtsmärkte mit betreiben, die wissen das auch. Weil, wissen Sie, weil Unternehmer was taugen. Und wissen Sie, warum die was taugen? Weil die müssen für ihren eigenen Lebensunterhalt nämlich selber sorgen. Nicht so wie Sie, die sich hier so schön fleißig was reinkriegen von wegen Ehrenamt. Wir wissen alle, dass es richtig viel Geld gibt als Dresdner Stadtrat. Und nun noch einmal zu Corona. Ich kann es jetzt einfach nicht unterlassen. Googeln Sie einfach mal Professor Püschel Hamburg. Das ist ein Mann, der hat nämlich die Leute obduziert, und zwar Corona-Opfer. Über 100 Leute, der war schon mehrfach in den Medien, leider nicht direkt bei ARD und ZDF. Naja, was soll's, ist ja auch nicht gerade das, was die Bundesregierung haben will. Und da können Sie sich mal anschauen und mal sehen, was dahinter ist. Und das ist Wissenschaft. Wer von Ihnen promoviert hat, und viele rennen ja mit Ihnen hier mit Titeln rum, sollten eigentlich wissen, was wissenschaftliche Arbeit ist. Das ist eine ganz einfache Geschichte und das kann man nicht einfach wegdiskutieren, dass eine Bundesregierung das nicht macht. Ja, meine Güte, eine Bundesregierung, was wir zurzeit haben, gucken Sie sich das an, ist das Demokratie, ist das Rechtsstaatlichkeit? Nein, ist es nicht. Wenn Sie das als demokratisch empfinden, dann haben Sie kein Verhältnis zur Demokratie, was die Grünen ja nicht haben. Ich sage nur Grüne Jugend, nie wieder Deutschland, asozial pur. Danke. Also ich würde insgesamt das Hohe Haus hier ein Stück ermahnen, dass Sie die Umgangsformen miteinander doch zivilisierter austragen sollten, weil das wäre den Stadträtinnen und Stadträten doch angemessener. Jetzt Herr Wirtz, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, davon habe ich ja in den 80er Jahren geträumt, als Joschka Fischer mit Turnschuhen in den Hessischen Landtag gegangen ist, dass ein Grüner dann mal fast 30 oder 40 Jahre später sich um bürgerliches Benehmen Sorgen macht. Das mal zum spaßigen Einstieg zum ernsten Thema.
Wir müssten mal zurückkommen zu den 400.000 Euro für unsere thematischen Märkte. Dass hier um 400.000 Euro eine Grundsatzdebatte über geführt wird, das gibt es auch im Dresdner Stadtrat. Aber ich möchte mal auf eins hinweisen. Wir haben im August über die Verlängerung der Märkte gesprochen, der Weihnachtsmärkte, der thematischen Weihnachtsmärkte des Striezelmarktes. Da war das City Management und Wirtschaftsvertreter waren im Wirtschaftsausschuss und es ging darum, nach hinten zu verlängern, nach vorne zu verlängern, aber eben nicht vor den Totensonntag. Und da haben wir als Linke gesagt, gut, da ging es darum, die Verluste aus dem Frühjahr für Händler auszugleichen und wir stimmen dem zu, wir gehen das mit. Gleichzeitig habe ich aber gesagt, auch dem Herrn Oberbürgermeister, sind Sie sich eigentlich sicher, dass Sie im Dezember die Märkte öffnen werden? Sind Sie sich sicher, dass wenn sie geöffnet werden, dass sie auch offen gehalten werden können? Sind Sie sich eigentlich sicher, dass wenn die Märkte geöffnet werden können, dass sie ein Publikumsmagnet werden? Denn eins war damals schon absehbar, da hatten wir eine Inzidenz von 5 bis 10 Fällen pro 100.000 Einwohner, ganz im grünen Bereich. Da war absehbar, dass es dieses Jahr diese Märkte eingeschränkt werden müssen, einfach aus Vorsicht. Es wird Hygienekonzepte geben werden müssen, es war die Entzerrung der Märkte schon im Gespräch und wir haben gesagt, wir gehen das mit, weil wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es funktioniert. Vor einigen Wochen, als es darum ging, die 600.000 Euro für das Hygienekonzept des Striezelmarktes locker zu machen, haben wir als Linke gesagt, die Situation hat sich verschärft. Tun wir den Händlern einen Gefallen, wenn wir die Illusion aufrechterhalten, wir können vielleicht unter Umständen, wenn alles gut geht, es nicht schlimmer wird, öffnen. Da hatten wir eine Inzidenz unter 35. Ab 35 begann der rote, der orange Bereich. Ab dem orangen Bereich war mit den Schließungen der Märkte zu rechnen. Da haben wir gesagt, wir sehen es skeptisch. Wir laufen vermutlich in eine Situation rein, wo es kritisch wird, wo wir gegensteuern müssen. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen es noch mit. Wir tragen das mit, obwohl wir nach menschlichem Ermessen sagen, es wird Probleme geben. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir in der Situation der Probleme. Wir haben eine Inzidenz von jenseits von 140, 135, 130 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Fälle werden im Gegensatz zum August nicht mehr eingeschleppt. Sie verbreiten sich hier in Dresden untereinander. Wir haben nicht wie im Frühjahr, wo wir auf einem viel niedrigeren Niveau schon einen komplette Ausgangssperren und Schließungen hatten, von allen Schulen, allen Kindergärten, wo die Menschen aufgerufen waren, ins Homeoffice zu gehen. Wir haben eine viel mildere Form der Einschränkung jetzt, nämlich vor allen Dingen den Freizeitbereich, im gastronomischen Bereich, im kulturellen Bereich. Vollkommen schmerzhaft, kann das vollkommen nachvollziehen. Aber nach menschlichem Ermessen, nach vorsichtiger Abschätzung, ich bin weder ein Fan davon, Corona zu ignorieren, noch es zu dramatisieren. Aber nach menschlichem Ermessen müssen wir doch damit rechnen, dass nächste Woche entschieden wird, dass die Einschränkungen, die jetzt gelten, verlängert werden, wenn sie nicht sogar verschärft werden. Wir überschreiten im Erzgebirge den roten Bereich und zwischendurch den violetten Bereich und es geht die Farbskala aus. Weihnachtsmärkte sind mit Reisen verbunden, mit Busreisen. Wir würden im Prinzip die Übertragung und Verbreitung der Krankheiten auch über Reisende, einer mit der wichtigsten Pfade, interregional, würden wir öffnen. Wir können nicht garantieren, dass diese Märkte überhaupt dann noch diesen Spaßfaktor haben, wenn sie im Prinzip so stark reglementiert sind. Und jetzt ist für uns hier der Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, wir werden jetzt nicht gutes Geld schlechten hinterherwerfen. Wir müssen mal sagen, da fordern wir auch den Oberbürgermeister auf, es ist jetzt absehbar, dass diese Märkte nicht öffnen werden können. Das werden wir nicht entscheiden können. Es wird uns einfach aufgegeben werden, die Entscheidung durch die Landesregierung, wenn nicht durch die Bundesregierung. Insofern, so schmerzhaft das ist und so hart das für die Betroffenen ist, aber es kommt sowieso. Das Geld werden wir nicht ausgeben. Wenn wir es ausgeben, werden wir es umsonst ausgeben. Dieser Markt wird vermutlich nicht öffnen. Dazu spricht jetzt jede Wahrscheinlichkeit. Und dieser Realität müssen wir ins Auge sehen. Und das manifestieren wir auch mit unserem Beschluss, dass wir sagen, wir werden dieser Geldsumme heute nicht mehr zustimmen. Nicht, weil wir gegen die Händler oder weil wir gegen die Weihnachtsmärkte sind, sondern weil wir einfach nach menschlichem Ermessen in der Realität in diesem Land sehen, es wird aufgrund des Krankheits- und des Pandemiegeschehens uns nicht zugelassen werden, dass wir öffnen. Insofern bitten wir, schenken Sie den Leuten diesen reinen Wein ein. Diese Wahrheit, an der wir nicht vorbeikommen. Alles andere ist eine Illusion, die sich spätestens in 14 Tagen
in eine schmerzhafte, in schmerzhaften, es wird ein Traum, aus dem man schmerzhaft erwachen wird, dass diese Märkte nämlich nicht stattfinden werden dieses Jahr. Vielen Dank. So, nach meinem Blick war erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Ich sehe auch im Moment keine neuen Worte. Doch, Herr Maloney, also zum Schlusswort. Bevor das Schlusswort, würde ich vielleicht noch die Antwort zunächst Herr Dr. Lames bitten. Und dann zum Schlusswort und dann wird man Auszeit nehmen, bevor wir dann in die Abstimmung kommen. Ja, jetzt sind ja in der Debatte viele Fragen aufgeworfen worden. Ich greife die heraus, die Frau Filius-Jene noch mal ausdrücklich adressiert hat, nämlich die Frage, was passiert, wenn dann auch ab Dezember der Betrieb von Weihnachtsmärkten unzulässig ist, aufgrund der entsprechenden medizinischen und solchen polizeilichen Verordnungen. Was sind dann die Rechte und Pflichten der Konzessionäre? Da kann ich Sie mitnehmen in das Recht der Leistungsstörung, zweites Semester, allgemeines Schuldrecht. Beim Konzessionsvertrag handelt es sich um einen gegenseitigen Vertrag. Die Stadt bekommt als Gegenleistung die Konzessionsabgabe und der Konzessionär bekommt das Recht und auch die Pflicht, grundsätzlich mal den Weihnachtsmarkt zu betreiben. Es kommt aber durch dieses Verbot zu einer sogenannten rechtlichen Unmöglichkeit und das befreit den Konzessionär von seinen Pflichten. Er kann diesen Pflichten nicht mehr nachkommen. Er wird davon frei und das erstreckt sich sowohl auf mögliche Vertragsstrafen wie auch auf die Zahlung der Konzessionsabgabe als die Gegenleistung, die der Landeshauptstadt zusteht. So, jetzt zum Schlusswort, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gerade ein bisschen sprachlos ob des Verlaufs dieser Debatte. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, worum es in diesem Antrag geht und der Antrag liegt auch lange genug vor, dass man sich darüber hätte informieren können, worum es geht. Und da geht es nämlich nur darum und ausschließlich darum, dass falls die Weihnachtsmärkte stattfinden sollen und ich kann nur für die Händler sprechen. Ich denke mal, Sie alle haben auch sehr guten Kontakt zu den Konzessionären, beziehungsweise die haben ja auch nach guter mitteleuropäischer Sitte mehrfach Gespräche angeboten. Und die Konzessionäre und auch die Händler wissen, dass die Chancen momentan schlecht stehen und sie auch sehr schlecht stehen. Und das Einzige, worum es mir und worum es uns heute geht in diesem Antrag, ist für den Fall, dass die Märkte doch stattfinden sollen, dass dann eben diese Beihilfe zur Umsetzung Corona-bedingter Maßnahmen ausgezahlt werden. Und zwar nur dann, das heißt, wenn die Weihnachtsmärkte abgesagt werden, dann entsteht exakt 0 Euro Belastung für die Stadt. Die Folgen werden natürlich ganz andere sein, aber darum geht es hier auch gar nicht. Und ich möchte nochmal mich auch bei den Konzessionsnehmern, die heute zahlreiche sind, für den Rat bzw. für einige Redebeiträge, für einiges, was heute hier passiert ist, entschuldigen, weil das war am Thema vorbei, das war unterirdisch, das war unhöflich, ist noch nett umschrieben und es war in erster Linie eins, es war für dieses Gremium absolut peinlich. Vielen Dank. So, damit gehen wir in eine kurze Auszeit und wir setzen dann fort. Hoffentlich mit der Abstimmung.
meine Damen und Herren, lassen Sie uns fortsetzen. Wir haben noch ein bisschen was heute vor mit der Abarbeitung der Tagesordnung dieses Tagesordnungspunktes. So, hat jetzt die Auszeit noch sonstige neue Erkenntnisanträge, was ja zulässig wäre, gebracht, ist nicht der Fall. Dann steigen wir ein in die Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Nein. 33 Ja-Stimmen, eine Enthaltung und 33 Nein-Stimmen, damit Patt und abgelehnt. Herr Gehlke. Der Tatsache, dass es so ein wichtiges Thema ist und das so knapp ist, beantrage ich namentliche Abstimmung. Mal wieder. So, dann namentliche Abstimmung beantragt. Ich bitte um entsprechende Aufrufen der Stadträtinnen und Stadträte. Und darf jetzt starten. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Braun, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, bitte? Nein. Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, nein. Frau Krause, nein. Herr Krüger, Herr Laczynski, ja. Leo Lenz, nein. Herr Lichti, nein. Herr Lommel, ja. Herr Löser, nein. Herr Maloney, ja. Frau Marschner, Herr Mattes, nein. Frau Mühle, Herr Müller, nicht da. Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner,
Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow, nicht da, genau, Herr Hilbert. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bleibt dabei, dass es 33 Ja-Stimmen gibt. Es bleibt dabei, dass eine Enthaltung ist. Und es ändert sich, es gibt mittlerweile 34 Nein-Stimmen und damit ist es abgelehnt. So, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt.